Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Info Manche und 987 heute am 8. Oktober. Wir sprechen über den E-Euro, ein neues Geldsystem durch die Hintertür. Dann Google Cloud wird Block Producer bei EOS und über Trons DeFi Pläne. Sehr cool. Wir starten mit dem Preis und was soll ich sagen? Es fühlt sich an, als ob der Bitcoin eigentlich hier ein Stablecoin mittlerweile ist. 10.625 aktuell, sehr geringe Volatilität und viele erwarten jetzt in nächster Zeit wirklich einen großen Move, hoffentlich nach oben, aber wir wissen es nicht. Gucken wir aber erstmal zum Thema Nummer 1, der digitale Euro in Vorbereitung und digitales Zentralbankgeld. Das ist ein Thema, das haben viele Leute noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja, die Frage ist, wird das Ganze schon vorbereitet? Kommt das so ein bisschen durch die Hintertür, mit dem man dann die Bevölkerung komplett kontrollieren und vor allem disziplinieren kann? Ja, darum geht's heute ein bisschen. Und während die Politik und die Medien die Bürger mal wieder in Angst und Schrecken versetzen aufgrund steigender PCR-positiver Tests, laufen im Hintergrund ganz andere Prozesse ab, die unser Leben noch stärker verändern werden, als das hier Corona bereits macht. Und das wichtigste und vor allem bedrohlichste Projekt, was vorangetrieben wird, das ist die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen, mit dem man offensichtlich versuchen will, das globale Finanzsystem vor dem endgültigen Kollaps zu bewahren. Auf Dauer wird das nicht gelingen. Aber durch eine digitale Zentralbankwährung könnte man das System vielleicht doch noch ein bisschen länger am Leben erhalten. Ist auf jeden Fall extrem spannend, was da gerade passiert. Den Preis dafür, den bezahlen natürlich wir und der ist richtig hoch, denn der Plan sieht vor, dass jeder Bürger nur noch ein einziges digitales Konto bei der Zentralbank unterhält und sämtliche Finanztransaktionen darüber vornimmt. Und man sagt natürlich bei der EZB, hey, wir wollen den Euro, das Bargeld nicht abschaffen. Aber wenn dann die Krise groß genug ist, dann kann man sagen, Bargeld, okay, wir müssten es doch abschaffen, wenn die Zentralbankwährung schon da ist. Und das würde bedeuten, dass wir der vollständigen Kontrolle vom Staat unterliegen. Was für eine riesige Katastrophe, kann ich nur mal so sagen. Inwiefern das auch auf erheblichen Widerstand trifft in der Bevölkerung, das bleibt noch abzuwarten. Aber es gibt kaum noch andere Möglichkeiten, das bisherige Finanzsystem wirklich am Leben zu erhalten. Sorry. Und die Frage ist, wie lässt sich das am besten einführen jetzt? Ja, vielleicht ist dieser Plan schon weiter fortgeschritten, als man das zu erkennen geben mag. Und wir stecken schon mitten in der Umsetzung. Wir sehen der willkürlich herbeigeführte Crash an den Märkten und in der Wirtschaft durch den von der Politik verordneten Lockdown, der meiner Meinung nach überhaupt nicht verhältnismäßig ist. Wenn man sich die Sterbestatistiken anguckt, haben wir keine Übersterblichkeit, überall nachzulesen. Und es wurde aber im Zuge dieser Krise wirklich eine Unmenge an Geld geschaffen und ins System gepumpt. Die Zinsen sind auf historischen Tiefständen, teilweise schon im negativen Bereich. Man hat dem System quasi so eine kleine Atempause verpasst. Die Konsequenzen des Lockdowns und dieser Katastrophe, die sind noch gar nicht da, liebe Leute. Die kommen erst noch, aber es lässt sich hier mit Sicherheit voraussagen, dass wir eine riesengroße Krise vor uns haben, wahrscheinlich mit großen Entlassungswellen rechnen müssen, erneuten drastischen Einbrüchen an den Finanzmärkten und so weiter und so fort. Und man kann natürlich das System nur am Leben halten, indem man eins tut. Was? Gelddrucken. Man hat ja schon im März, April diesen Jahres richtig Unsummen reingepumpt. Aber das reicht nicht, um die Lage zu stabilisieren. Denn die Arbeitslosigkeit, die auf uns zukommt, wenn jetzt die Firmen wieder in den Lockdown-Modus kommen, wir hören es ja schon in den ersten Städten jetzt, dass es schon wieder losgeht und so weiter und so fort. Das wird dann zu einem weiteren Nachfrageeinbruch führen und der Warenüberhang, der könnte dann wirklich deutlich werden. Es gibt dann nur noch ein Geld, Helikoptergeld, eine Möglichkeit, Helikoptergeld. Und man wird hier dann aller Wahrscheinlichkeit eine Kombination haben aus zweistelligen Billionen Injektionen und der Verteilung von Riesensummen an Helikoptergeld.
Und ja, was, wohin führt das in eine Inflation? Und jetzt stell dir vor, Helikoptergeld ist dann noch viel einfacher rauszuhauen an die Leute, wenn jeder ein digitales Zentralbankkonto hat. Ja, der E-Euro. Hey, dann drücken wir auf den Knopf, bumm, und dann ist bei jedem einmal 1000 Euro da. Und man spricht ja vielleicht auch schon von dem Thema Grundeinkommen. Ja, die Krise hat ja auch was Positives. Die Diskussion ums Grundeinkommen geht wieder los. Ja, das geht natürlich mit noch mehr Kontrolle dann einher. Und diese Gelddruckorgien, die gehen ja ganz klar weiter. Die Inflationsziele von 2%, die sind ein bisschen schwammig jetzt. Man sagt, ja, vielleicht auch nicht. Es könnte ja in eine Inflation, vielleicht sogar in eine Hyperinflation enden. Ich will es nicht hoffen, aber das Geld muss reingepumpt werden, um dieses Spiel am Leben zu erhalten. Und wenn die Preise dann immer teurer werden und die Lebensmittel und alles immer teurer wird, dann ja, verarmt der Bürger letztendlich. Für die Schuldenlast ist das natürlich schön, denn mit jedem Prozent der Geldentwertung schmilzt auch die Schuldenlast quasi dahin verhältnismäßig. Und die Frage ist halt, führt das dann zu starken Verwerfungen, zu sozialen Unruhen? Also wirklich interessant, was hier gerade vor sich geht. Für die meisten Leute ist das alles, ja, ich sag mal, im Verborgenen, die verstehen das gar nicht. Aber dieses Chaos, ich glaube, das ist bewusst herbeigeführt. Das wird bewusst herbeigeführt, denn es bietet natürlich auch eine Chance. Denn die Unwissenheit der Mehrheit der Bevölkerung, dass dann da auch neue Regeln durchzusetzen, die wird dann in der Krise immer größer. Schäuble hat das auch schon gesagt, denn die meisten Leute, die haben ja keine Ahnung von Inflation, die begreifen das nicht, die glauben, das wäre eine Art Naturphänomen, ja, dass ja einfach so passiert. Es ist aber gewollt und es wird vorsätzlich herbeigeführt. Und ja, die Zentralbank kann natürlich genau diese Ahnungslosigkeit ausnutzen, sich als der Retter inszenieren, indem man dann diesen E-Euro einführt und sagt, hey Leute, ihr kriegt das digitale Grundeinkommen. Ja, die Zahlungen werden natürlich immer zeitnah an die Inflation angeglichen. Und ja, dann hätten wir hier eine gewaltfreie Revolution in ein Abhängigkeitssystem, die Macht erhält der Elite, die ihre Schulden durch die Inflation los wird und ein neues Geldsystem durch die Hintertür eingeführt hat, mit dem man die Bevölkerung disziplinieren, vor allem kontrollieren kann, weil wenn du mal irgendwas sagst, was denen nicht passt, dann wird da halt dein Einkommen, dein Zentralbankkonto mal gesperrt oder was auch immer. Siehe China mit dem Social Credit Score. Die Frage ist natürlich, ja, wie weit sind wir davon entfernt und wie realistisch ist so ein Szenario? Keine Ahnung. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, was du darüber denkst. So, genug mit dem Geldsystem. Lass uns mal ein bisschen was anderes sprechen. Google Cloud wird Block Producer bei EOS. Ja, die sind jetzt der EOS Community beigetreten. Ein Indiz dafür, wie hoch man diese Technologie einschätzt. Das haben sie am Montag verkündet. Und die Block Producer sind ja für die Funktionen des EOS Netzwerk absolut fundamental. Das gilt natürlich erst recht dann, ja, wenn man jetzt hier so ein Kaliber wie Google mit an Bord hat. Block One selbst interpretiert die Teilnahme des Global Players als Zeichen dafür, dass halt Blockchain eine bedeutende Rolle in Zukunft spielen wird, vor allem in Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft. Und ja, Google Cloud ist auch Partner von Ontology. Da gab es ja auch einen netten Pump damals. Vielleicht erinnert ihr euch noch, nicht den Mega-Pump, aber ja, die News waren auf jeden Fall gut. Und ja, Google Cloud ist mehrfach in Zusammenhang mit Blockchain-Kooperationen irgendwie bekannt. Und da scheint wohl einiges im Busch zu sein. Das Google Cloud-Team kennt auch die EOS-Community und die hochleistungsfähige EOS-IO-Technologie, auf die es aufbaut. Und ja, man glaubt, da ist man gut aufgehoben. Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. EOS ist ja so eine Blockchain, soll ja mega Möglichkeiten, was die Skalierbarkeit angeht, haben. Aber so wirklich Furore gibt es da nicht. Also es ist relativ ruhig um EOS, würde ich mal sagen. Aber hier schon mal ein paar positive News. Weitere positive News sind von Tron und Justin Sun. Denn er möchte, dass die Leute die DeFi-Tools von Tron verwenden. Und ja, sie klingen sehr ähnlich wie von Ethereum. Ganz bewusst natürlich, das DeFi-Ökosystem von Ethereum will man hier nachbilden. Und ich kann es sehr gut verstehen. Ja, der Tron-Schöpfer Justin Sun hat immer wieder dafür plädiert, dass die Benutzer von ETH zu Tron wechseln sollten. Und in einer Rede auf dem Blockchain-Gipfel hat Sun behauptet, dass Tron auch eine bessere Blockchain für DeFi wäre.
Ja, bessere Blockchain ist natürlich eine gute Frage. Er sagt, hey, lass uns doch das einfach kopieren, was bei Ethereum schon funktioniert. Und ja, es gibt bei Tron natürlich ähnliche Projekte. Das heißt dann nicht Uniswap, sondern JustSwap und so weiter und so fort. Der Erfolg der Projekte von Tron, der kann ganz klar daran liegen, dass Tron ein bisschen skalierbarer ist, oder er sagt, in der überragenden Skalierbarkeit gegenüber Ethereum und vor allem den Transaktionskosten. Jeder von euch, der mal ja mit ETH, einem Smart Contract, interagiert hat, der weiß, wie die Gebühren explodiert sind, teilweise 50, 60, $100 oder mehr für Smart Contract Interaktionen. Es war eine Katastrophe. Und bei Tron ist das nicht so. Bei Tron ist es super schnell und super einfach. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Ja, wenn ihr das einmal getestet habt von ETH und dann auf Tron gewechselt seid, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist nicht vergleichbar. Tron ist einfach 10-mal besser vom User Experience. Es ist schnell, es ist günstig und macht natürlich auch mehr Spaß. Wobei Tron natürlich auch oft in der Kritik steht. Ja, es wird behauptet, dass man viel kopiert hat im White Paper. Nichtsdestotrotz sagen die Tron-Leute, man könnte hier 2000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Bei Ethereum sind es 15. Ja, dann stellt man die natürlich gut in den Schatten. Aber man heißt immer wieder, ja, Justin Sun, der ist ja, teilweise wird auch als Scammer bezeichnet und so weiter und so fort. Aber ich sehe große Zukunft hier, denn die ETH-Blockchain ist am Limit angekommen und diese hohen Gebühren, die hindern das Wachstum. Und wenn man diese gleichen Projekte natürlich auf Tron-Basis launchen kann, werden das wahrscheinlich auch viele Leute machen, weil die Gebühren einfach günstig sind, weil es schnell ist. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Rennen, glaube ich, gerade, was hier stattfindet und setzt natürlich auch ETH unter Druck, die jetzt hier ja an Ethereum 2.0 basteln, sage ich mal. Sollte das dann zeitnah kommen, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber Tron funktioniert jetzt heute und es ist günstig und es ist schnell. Und mal gucken, wie sich der Tron-Kurs auch entwickelt. Tron steht ja bei, ich glaube, bei knapp 3 Cent mittlerweile. Also immer noch relativ günstig der Coin. Ähnliche Markt, ähnliches Coin Supply wie XRP. Ja, guck mal zum Schluss nochmal auf den Markt. Wir stehen bei, wo sind wir? 335 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin-Dominanz 58,6% und in den Top 10, ja, leichtes Plus für die meisten Coins, aber auch hier wieder keine großen Bewegungen letztendlich. Wir haben hier Bitcoin Cash mit knapp 3%, Bitcoin SV mit 3,5%, sonst ja nicht wirklich erwähnenswert. Top-Gewinner in den letzten 24 Stunden ist das Ocean Protocol mit knapp 19% Kurs plus. Top-Verlierer hingegen, das ist Hyperion mit 66% Minus. Was ist da los bei Hyperion? Auch keine Ahnung. Auch Yearn Finance hat 14% verloren. Die stehen nur bei 13K. Also die DeFi-Projekte, angeführt hier von Yearn Finance, verlieren aktuell ja ein bisschen am Boden. Also Leute, das war von mir. Heute mal ein bisschen längere Folge aufgrund der ganzen digitalen Euro-Geschichte. Ich hoffe, auch solche Themen interessieren euch, die nicht direkt Blockchain-related sind. In diesem Fall Geldsystem. Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Aber wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bedanke mich erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mir ein Like da und gebt mir einen Thumbs up. Und dann bis morgen. Also, macht's gut. Schwenkt den Hut. The zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam.